Hey Guys, euer N-Smash wieder hier am Drücker. Es wird wieder mal Zeit für einen kleinen Nintendo News Mix. Zuallererst möchte ich euch mitteilen, dass die Preise des letzten globalen Spektakels zum Download bereitstehen. Wer also beim Angeln von Items und Pokémon mitgemacht hat, der kann sich über Pokémon Global Link 5 Sonderbonbons und einen Köderball sichern. Um euren Code für diese Items zu bekommen, klickt ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Wie immer solltet ihr beim Klicken auf diesen Link bei Global Link mit eurem Konto angemeldet sein, damit es funktioniert. Noch dazu möchte ich euch daran erinnern, dass die Anmeldung zum Global Link Turnier Kampf der Knirpse noch am Laufen ist. Bis zum 22. Juni läuft die Anmeldung und endet genau um 23.59 Uhr. Also wer sich kurz vor knapp noch anmelden will, der sollte es jetzt tun. Das Turnier beginnt dann am daraufkommenden Freitag, den 23. Juni, und endet am Sonntag, dem 25. Juni. Eine letzte Sache noch zu Pokémon. Auf der E3 wurde ja ein Pokémon RPG für die Nintendo Switch angekündigt. Allerdings war man sich als Zuschauer nicht sicher, ob es sich dabei wirklich um ein Spiel der Hauptreihe, also eine Edition, handeln wird. Nun wurde gesagt, dass es in diesem RPG-Spiel ganz klassisch um das Suchen, Fangen und Trainieren von Pokémon gehen wird. Somit eine indirekte Bestätigung, dass es tatsächlich Editionen für Nintendo Switch geben wird. Genauere Infos werden wir hoffentlich bald bekommen. Ein neuer Nintendo Switch Controller im SNES-Style wurde angekündigt. Der Hersteller 8BitDo oder 8BitDo, keine Ahnung wie man das ausspricht, will eine Art Switch Pro Controller im Design des SNES-Controllers zum Weihnachtsgeschäft veröffentlichen. Den sogenannten SNES 30 Pro oder 30 Pro, je nachdem, ob es jetzt Englisch oder Deutsch ausgesprochen wird. Der Controller nutzt Bluetooth zum Verbinden, besitzt Rumble-Funktion und verfügt sogar über eine Motion-Control-Funktion. Natürlich dürfen die zwei Analog-Sticks nicht fehlen, welche beim Original-SNES-Controller nicht vorhanden waren. Übrigens lässt sich dieser Controller auch am PC verwenden. Also wer sich auf der Switch nochmal in die SNES-Zeit zurückversetzen will, der könnte sich für diese aufgemotzte SNES-Controller interessieren. Nintendo denkt über mehr Ports von Wii U Games für Nintendo Switch nach. Die ersten beiden Ports Mario Kart 8 Deluxe und Pokémon Tekken DX sind ja schon bekannt. Besonders der Port von Mario Kart 8 ist bei den Fans eingeschlagen wie eine Bombe. Doch welche Wii U Titel hätten es noch verdient, als Switch-Version eine zweite Chance zu bekommen? Ganz klar, die Fans warten auf Super Smash Bros. 4 für die Switch. Aber was noch? Naja, für mich ganz klar Star Fox Zero. Das Spiel ist für mich wirklich eins der besten Games für die Wii U. Allerdings ist es jetzt wie gespalten bei den Fans angekommen. Hauptgrund dafür ist die Steuerung. Das Zielen und Schießen wird hauptsächlich über Motion Control ausgeführt, was für einige viel zu fummelig ist und somit der Spielspaß deutlich gedrosselt wird. Diese Personen hätten sich gerne eine klassische Steuerung ohne Motion Control wie in Star Fox 64 gewünscht. Noch dazu fehlt ein anständiger Battle Multiplayer Mode. Wenn man diese beiden Dinge berücksichtigt hätte, wäre es sicher eines der besten, wenn nicht sogar das beste Star Fox Spiel geworden, was je entwickelt wurde. Also Nintendo, wenn ihr Star Fox Zero eine zweite Chance geben wollt, dann baut eine alternative Steuerung, like Star Fox 64, und einen ordentlichen Battle Mode mit ein. Ich habe auch über einen Port von Pikmin 3 nachgedacht, allerdings hat Shigeru Miyamoto gesagt, dass nun der Fokus wieder mehr auf Pikmin 4 gelegt werden würde. Und nein, hey Pikmin für den 3DS ist nicht Pikmin 4, das hat er selbst noch einmal bestätigt. Pikmin 4 wurde ja schon länger angekündigt und ich hoffe, dass wir bald mal die ersten genauen Infos zu dem Spiel bekommen werden. Die Entwickler des neuen Fighting Games Dragon Ball FighterZ, welches für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt wurde, haben über eine mögliche Switch-Version des Spiels gesprochen. Sie sagten, dass sie eine Switch-Variante des Spiels nicht ausschließen und auch produzieren würden. Allerdings nur, wenn das Interesse der Fans bestehen würde. Ich muss ja sagen, das Spiel sieht grafisch schon sehr geil aus und wunderschön. Man könnte meinen, es wäre ein aufgemotzter Dragon Ball Z Anime. So eine grafische Darstellung habe ich noch nie bei einem Dragon Ball Spiel gesehen und ich hätte ganz ehrlich nichts dagegen, wenn das Spiel es auch auf die Switch schaffen würde. Je mehr Games für Nintendos neueste Konsole, desto besser. Was meint ihr? Also wenn ihr das Spiel sehr gerne auf eurer Switch spielen möchtet, dann zeigt euer Interesse dafür. Für Arms wird es sehr bald den ersten kostenlosen Zusatz geben, und zwar einen neuen Kämpfer. Naja, wirklich neu ist er nicht. Und zwar Max Brass, gegen den man immer gegen Ende des Grand Prix Modus antritt.
Noch dazu soll ein Zuschauermodus hinzukommen. Heißt, ihr könnt anderen Spielern beim Kämpfen zuschauen. Klingt logisch. Oder? Zum Schluss möchte ich noch ein kurzes Wort zum letzten Switch-Update verlieren. Das vor kurzem rausgekommene Update pusht die Switch-Konsole auf die Version 3.0.0 und bringt sowohl kleinere neue Funktionen als auch das Entfernen von manchen Bugs mit sich. Wii U und 3DS-Freunde, die ebenfalls eine Switch besitzen, werden euch nun in einer Liste angezeigt. Jetzt könnt ihr diese Freunde, die ihr schon auf der Wii U und auf dem 3DS registriert habt, ganz leicht eine Freundesanfrage schicken. Auch die Lautstärke beim Benutzen von Kopfhörern wurde erhöht. In der Profilbildauswahl wurden nun die Inklinge aus Splatoon 2 hinzugefügt und eine Funktion, um verloren gegangene Controller wiederzufinden, wurde ebenfalls mit dem Update hinzugefügt. Hierbei könnt ihr über die Funktion die Controller vibrieren lassen und sie so ausfindig machen. Eine nette Sache, wie ich finde. Das war aber nur eine grobe Zusammenfassung. Ein paar kleinere neue Zusätze gibt es noch und wie gesagt, der ein oder andere Bug wurde mit dem Update ebenfalls gefixt. Gut, das war's dann mit dieser Ausgabe der Nintendo News Mix. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao.